Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Bevor der Part richtig losgeht, habe ich hier noch eine Kiste, die ich verpasst habe. War mir aber auch schon irgendwo klar oder hätte mir klar sein müssen, ein goldener Rubin ist drin. Weil wir haben keine Nachricht bekommen von wegen, yo, du hast jetzt alle Kisten gefunden oder irgendwie sowas. Andererseits haben wir immer noch keine Nachricht bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es alle waren. Auch wenn hier jetzt nicht gesagt wird, yo, das Dingen ist jetzt useless, weil, naja, du hast halt schon alle. Gehe ich trotzdem mal davon aus, dass wir jetzt alle Kisten haben sollten. Nun gut. Jetzt geht's richtig los. Mit neuen Sachen. Davor musste ich halt die Kiste dann noch holen. Aber jetzt geht es dann endlich vernünftig los. Und zwar mit Nebenquests. Gut, war jetzt vielleicht nicht... Moment mal, was ist das hier für ein Haus? Das will ich kurz noch wissen. Schmetterlinge. Und sonst so? Wer wohnt hier? Also irgendwer auf jeden Fall, der Insekten gerne fängt und irgendwie Gartenarbeit macht. Irgendwie so. Ha. Ach, Rissa. Wer ist denn Rissa? Wer ist denn Rissa? Oder bin ich gerade schon wieder dumm? Naja, egal. War vielleicht jetzt etwas überraschend, weil ich gesagt habe, ja, es geht jetzt vernünftig los. Da hat der eine oder andere wahrscheinlich so gedacht, ja, endlich wieder Story. Aber kommen wir noch zu. Sogar in diesem Part. Aber erstmal haben wir diesen Typen hier, der vielleicht die letzte Quest hat für uns. Der Wahrsager macht in letzter Zeit ständig so ein verdrossenes Gesicht. Er meinte, sein Kristalldings da sei kaputt und verkriecht sich seitdem ständig in seinem Haus. Hä? Wenn doch nur jemand eine neue Kristallkugel auftreiben könnte. Hä, wir haben das doch schon gemacht. Ich dachte, er hat noch irgendeinen Tipp für uns oder irgendwie sowas. Oder ist das nur, weil wir vorher nicht mit ihm geredet haben, sondern weil ich dann schon so gedacht habe, ja gut, der Wahrsager ist vielleicht in seinem Haus und deswegen... Und deswegen konnten wir jetzt erst mit ihm reden, mit dem Typen. Weil wir das vorher noch nicht getriggert haben. Oder jetzt können wir immer noch mit ihm reden. Ja, okay. Er ist tatsächlich hier, er hat seine Kristallkugel. Also sitzt er wahrscheinlich nur noch in seinem Haus, weil ich mit dem einen Typen noch nicht geredet habe und weil das wahrscheinlich notwendig dafür ist, damit man... Ach, Moment mal. So, jetzt haben wir auch das Schild equipped, weil das wahrscheinlich notwendig ist, damit er, also der Wahrsager, wieder zurück auf den Basar geht. Nun gut, das macht aber auch Sinn, denn ich habe hier bei Terry, als ich nochmal zu ihm gegangen bin, um zu schauen, ob er jetzt etwas Neues im Angebot hat, hatte der auch eine Sprechblase und ich dachte schon so, ja gut, wenn beide eine Quest für mich haben, so eine Juwelen der Goethe-Quest, dann geht's bis 100. Nur ich habe so ziemlich bei jedem nochmal geschaut und
es hatte niemand mehr irgendwas zu sagen. Also macht das schon Sinn. Oh, immer reinspaziert. Mir scheint es nicht besonders gut zu gehen. Ach, ich kann mich nicht verstellen. Im Moment bin ich leider ein wenig beschäftigt. Aber wir können uns nachts unterhalten. Legen Sie sich einfach hier ins Bett und schlafen Sie eine Runde. Na gut, dann werden wir das tun. Und mal schauen, was der Gute hat. Ach, Moment mal. Ist sein Käfer weg? Er hatte ja so einen Dämonenkäfer. Ist ihm der weggeflogen? Weil es würde tatsächlich dann auch Sinn machen. Hier, das war doch seine Tatsache. Der Käfer ist weg, ne? Du hast in meinem Bett geschlafen? Nun, du warst bestimmt sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den Laden samt deinem Gewicht hierher fliegen musste. Aber vergessen wir das. Also, es ist so. Ich habe etwas Wichtiges verloren. Es handelt sich um den Insektenkäfig, in dem mein Dämonenkäfer ist. Tatsächlich! Ich bin furchtbar betrübt. Dieser Käfer war ein sehr seltenes Exemplar. Mach doch nichts. Du kannst das vielleicht nicht richtig nachvollziehen, aber mich schmerzt dieser Verlust unheimlich. Okay, können wir das trotzdem noch? Ja, okay, wir können es trotzdem noch annehmen. Würdest du nach meinem Dämonenkäfer suchen? Ja, klar. Meinst du das ernst? Das wäre wundervoll. Mein geliebter Dämonenkäfer, bitte finde ihn so schnell du kannst. Ich flehe dich an. Ja, hast du einen Tipp, wo der sein könnte? Puh, dein Ernst jetzt? Aber er ist nicht auf der Insel. Nee, Quatsch. Komm, da brauche ich gar nicht nachschauen, der ist hier nicht auf der Insel. Macht aber auch Sinn von dieser Silhouette her, hier bei den Sachen. Das ist der Käfig. Hätte ich schon früher drauf kommen können, aber nun gut. Den Wahrsager, den macht schon jemand anderes. Alles klar. Dann suchen wir mal zuerst nach dem Dämonenkäfer. Und dann geht es mit der Story weiter. Ich denke zumindest nicht, dass ich einen ganzen Part mit der Suche nach dem Käfer brauchen werde. Und Fei hat tatsächlich... Nee, Fei hat keinen Plan, wo wir ihn finden, ne? Moment. Aber nee. Also, meine einzige Idee wäre jetzt bei Stroh. Nur, ich frage mich... Ja. Ja, wow, toll. Ich frage mich dann, wenn der Käfig tatsächlich bei ihm sein sollte, wie hat Stroh den bekommen? Und, Wie konnte er denn überhaupt verlieren? Ist halt so das Ding, weil verlieren geht ja quasi nur, wenn der nach unten fällt, durch die Wolkendecke. Die kommen dann ja da nicht mehr dran an die Sachen, weil die logischerweise nicht ins Erdland können, die Leute. Oder wo hat er den Käfig immer aufbewahrt? Ich habe das nämlich so immer verstanden, der hat den dann in seinen Shop reingepackt und ist damit dann immer losgeflogen. Oder hat Stroh ihm das Ding einfach weggeklaut. Moment mal. Die Statue hat ja gesagt, wenn wir unter 2 Minuten beim Expertenmodus schaffen, dann kriegen... Tatsache, er hat was. Dann kriegen wir vielleicht ein seltenes Insekt. Hey Felix, alles klar, was sagst du? Was sagst du? Ich grinse von einem Ort zum anderen. Schätze, du hast recht, kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Kein Interesse. Ich verstehe schon, du bist ganz schön hinterlistig. Ja, sorry. Ah, alles klar?
Ja, erzähl mal. Neugierig, hä? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich den legendären Dämonenkäfer erwischt. Wahnsinn! Die Chance, einen solchen Käfer zu fangen, ist so gering, es grenzt ein Wunder. Das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was sagst du da? Der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt? Ja, gib ihn zurück. Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser rührseligen Geschichte täuschen kannst? Schäm dich! Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir. Mir ganz allein. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Genau so sieht's nämlich aus. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, dir den Käfer so ohne weiteres auszuhändigen. Wie wär's mit folgendem Vorschlag? Erreiche bei der Insektenjagd eine bessere Zeit als ich, werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Einverstanden? Nimmst du die Herausforderung an? Ja. Und da ich ein Geschäftsmann bin, muss ich dir 10 Rubine dafür berechnen. Ach, du spinnst doch. Sag mal, möchtest du vielleicht ein Teil meiner Sammlung werden? Wobei, lahme Schnecken passen nicht wirklich in meine Sammlung. Ja, okay. Komm. Dann, hier hast du die 10 Rubine. Hier die Regeln. Sammle insgesamt 10 Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass du die 10 Insekten innerhalb von 3 Minuten fängst, klar? Schaffst du das, dann händige ich dir den Dämonenkäfer aus. Die Statue hat gesagt, unter 2 Minuten. Er wird wahrscheinlich sagen, wenn wir unter 3 Minuten schaffen, na, nee, das war zu einfach, mach unter 2 Minuten. Also müssen wir uns hart beeilen. Brauchen wir einen Wolkenhirschkäfer? Nein, den brauchen wir nicht. Und es ist genau dasselbe wie beim ersten Mal, als wir es gemacht haben. Wir haben ja quasi schon eine Bestzeit. Unter 2 Minuten. Ups, die Sandzikade. So, den haben wir. Und eine Sandzikade ist... Okay. Das hat ihn nicht getriggert. Okay, die Sandzikade haben wir. Das ist wunderbar. Und einen von denen haben wir auch. Glühwürmchen brauchen wir nicht. Geh weg. Okay, den haben wir auch. Den zweiten haben wir. Und dann müssen wir wieder nach ganz oben. Und da bekommen wir dann die letzten 3. Komm, mach hin, Link, beeil dich. Ich bin, glaube ich, echt scheiße dieses Mal. Und ich habe die Beere nicht einsammeln können. Okay, aber das habe ich. An dem sprinten wir vorbei. Die jucken mich jetzt nicht. Komm, jawohl, schön. Sogar meine Bestzeit unterboten. Wunderbar. Fertig. Dass jemand meinen Rekord so leicht brechen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten. Hier, wie versprochen. Ich gebe dir den Dämonenkäfer. Ich muss leider meine Niederlage eingestehen. Du hast dich als ganz schön flotter Käfer entpuppt. Und wir haben Terrys Insektenkäfig wiederbekommen. Darin befindet sich Terrys Lieblingsinsekt. Bring ihm den Käfer schnell zurück. Bitte sagt Terry, dass es mir leid tut, falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Ja, okay, mach ich. Du hast es ja hinterher eingesehen und selbst gesagt, okay. Es ist eigentlich nicht richtig, das Ding zu behalten und dann eine kleine Aufgabe nochmal zu stellen. Ja, okay. Wenn man dann zumindest hinterher einsieht, dass man verloren hat, dann ist das schon in Ordnung. Moment, ich denke, ich werde erstmal zu ihm hier gehen. Wie heißt der? Hier ist er Narisha, kann das sein?
Ja, ich werde erstmal zu Narisha gehen. Da ich sowieso denke, dass wir eh nochmal zurückkommen zum Wolkenhort und dass die Story dann hier nicht plötzlich endet. Also mache ich lieber das hier vorher, bevor ich dann nochmal komplett zurückfliegen muss. Und Moment mal, hä? Muss ich... Ah nee, Moment! Muss ich zur Stätte der Lieder oder wohin muss ich? Oder muss ich auf Narisha drauf? Okay, 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 okay. Ich frag nochmal Fei, wohin wir überhaupt müssen. Und, so, nächstes Ziel. Dann wissen wir es ja. Bringen die drei Stimmen zu Narisha. Alles klar. Dann los. Ich bin mal gespannt, wie sich das Lied anhört. Ist bestimmt mega episch. So, da sind wir. Sieh an, du hast alle Drachen getroffen und ihre Stimmen gelernt. Du bist wirklich etwas Besonderes. Ich will mein Versprechen halten. Lausche mir, wie ich dir die letzte Stimme präsentiere. Da muss ich schon festhalten, Link. Und damit hat... Was? Okay, das war ein cooler... ein echt cooler Übergang. Was zum Teufel? Mega nice. Das Heldenlied ist nun vollständig. Mehr muss ich dir dazu nicht sagen, oder? Dieses Lied öffnet den Eingang zur Prüfung. Welche Prüfung? Was? Wenn du diese Prüfung, die sich irgendwo im Wolkenmeer verbirgt, bestanden hast, öffnet sich der Weg, der mit dem Triforce verbunden ist. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Einer der Inseln im Wolkenmeer findest du den Eingang zu Sairen, der sich mit dem Heldenlied öffnen lässt. Finde ihn mit der Aurasuche. Was? Okay, daran kann ich mich absolut nicht mehr erinnern. Was zum Teufel? Es gibt noch eine Sairen-Mission. Aber dann in der Nähe des Wolkenorts, oder? Oder vielleicht sogar auf den Turm? Nee. Nee. Nee, ich hatte da gerade was im Kopf, aber es war ja, das, wo wir ein Lied spielen mussten, damit wir hier in die Sturmwolke kommen. Naja, suchen wir gleich. Denn erstmal möchte ich jetzt die Aufgabe mit Terry abschließen. Komm, nervt mich jetzt nicht, ihr Kackwirbelwinde. So. Und wir springen hier wieder
beim Bazar ab. So wie immer, wenn wir zu Terry wollen. Beziehungsweise so wie immer, so wie sonst auch, wenn wir zu Terry wollten. So. Und jetzt, jetzt kann ich auch, alles klar. Oh Mann, warum dauert das immer so lang? So. Yo, Terry. Terry? Ich hab deinen Käfer wieder, Bro. Oh, herzlich willkommen. Was haben sie gefunden? Oh, darüber reden wir besser nicht jetzt, sonst stürzen wir noch ab. Wir können uns aber nachts darüber unterhalten. Okay. Bis nachts. Das finde ich zwar auch ein bisschen unnötig, aber nun gut. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, wenn er dann, während er da am Strampeln ist, irgendwie die Insektenbox übernimmt. Und dann hätte man das auch nicht so machen können, dass man bei Nacht noch zu ihm auf die Insel kann und so. Ja, gut. Gab vielleicht keine andere Möglichkeit. Was auch immer. Wie? Du möchtest mir etwas zeigen? Jo. Oh, kann es denn wirklich wahr sein, mein geliebter Dämonenkäfer? Oh, du hast ihn wirklich gefunden. Du hast ihn gefunden. Vielen Dank. Wenn du mich tagsüber in meinem Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück deiner Wahl zum halben Preis. Haben wir nicht schon alles von ihm? Oh, vielen Dank. Ich verkaufe dir eines meiner Items zum halben Preis, also vergiss nicht, tagsüber bei mir vorbeizuschauen. Ja, gut. Hat er jetzt noch ein neues Item im Angebot? Oder, war das jetzt... Ist das jetzt für den Arsch? So, der halbe Preis. Also klar, wir... Ist nicht komplett... nutzlos, dass wir das jetzt gemacht haben, weil wir 5 Juwelen der Güte erhalten haben, was natürlich zu 100% gehört, aber er hat doch kein Item mehr. Ja, eben. Oh, sie sind doch der Junge, der meinen Dämonenkäfer wieder gefunden hat. Als Dank dürfen sie sich einen Artikel aussuchen, den ich ihnen zum halben Preis verkaufe, egal welchen. Oh, dieses Schild bedeutet, dass der Artikel ausverkauft ist. Na gut. Was soll's? Wir haben jetzt alle Juwelen der Güte bekommen. Sonst hoffe ich, dass es alle waren. Also. Irgendwann ist auch mal gut. Wäre zwar komisch von der Zahl her. Kann natürlich genauso gut sein, dass er jetzt meint, ja, komm das nächste Mal wieder, wenn du 100 Juwelen der Güte bei dir hast, aber das fühlt sich jetzt schon so an, als hätten wir alles gefunden. Weil wie gesagt, ich bin nochmal durch den ganzen Wolkenhort gelaufen und hab bei jedem geguckt, ob der irgendwas hat. Und es war nirgendwo was. Die können ja nicht so viele die können ja nicht so viele Quests bis kurz vor Ende aufbewahren. Das wäre ja Quatsch. Du hast die gesamte Güte der Leute hier gesammelt und mir dargebracht. Okay. Also, war das das jetzt tatsächlich, oder was? Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich bin dir auf ewig verpflichtet. Dies ist mein letztes Geschenk. Ich bitte dich, weise es nicht zurück. Wir haben die Luxusgeldbörse erhalten. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler erblassen. In ihr kannst du bis zu 9000 Rubine aufbewahren. So, insgesamt können wir jetzt 9900 bei uns führen, oder wie? Ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird dir auf deinem weiteren Weg nützlich sein. Nur nützlich nicht, aber geil ist schon. Oh, diese Menge Juwelen der Güte sollte ausreichen, um ein Mensch zu werden. Oh Gott, dann bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ich habe den noch nie als Menschen gesehen. Ich bin so aufgeregt. Was wohl wirklich funktioniert? Was? Oh!
Das ist eine Frau. Nein, es ist tatsächlich ein Kerl. Oh, sieht da blöd aus. Nun, wie sehe ich aus? Du musst nichts sagen, ich kann es an deinem Gesicht ablesen. Ich habe mich so sehr verändert, dass dir die Worte fehlen, nicht wahr? Nee. Naja, egal. Ich bin dir so dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit den anderen zusammenzuleben. Na, alles klar. Und das war's jetzt? Was sagst du? Du hast wohl für einen Moment gar nicht gewusst, wer ich bin. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin. Okay, ich weiß nicht mehr. Also ich habe die Quest mit den Geistern bei Twilight Princess noch nie zu Ende geführt. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man da dann bei den Typen vorbeigesehen hat, hat man Rubine bekommen. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen oder mitbekommen oder was auch immer. Kriegt man jetzt auch immer Rubine? Ich danke dir, nun kann ich endlich ohne Sorgen durch den Wolkenhort stolzieren. Nö. Okay. Na gut, aber man kriegt auch schon einfach genug Rubine zusammen. Also kein Ding. Was? Zum... Was? Doch beim Turm. Aber nicht auf dem Turm, sondern... Oh, Link ist so... So zurückgeblieben, Alter. Ja, komm. Nerv mich nicht. Hau ab. Na, alles klar. So, jetzt geh da bitte hoch. Und ich muss meinen Joy-Con mittlerweile so nah an die Switch halten. Oder manchmal reagiert der einfach nicht. Ich weiß es nicht. Was zum Teufel? Was soll das? Na gut. Hänge ich mich mal nicht daran auf. Hoffe ich einfach, dass hier alles gut ist oder gut wird bei der Prüfung und dass mich dann da der Joy-Con nicht zu sehr behindert. Gut. Da ist das Portal. Und jetzt spielen wir ein Ründchen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich zu jung damals war. Aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass das diese ganz bekannte Zelda-Melodie ist. Oder zumindest Teile daraus. Ist schon aus den früheren Zeldas. Stoße das Schwert in das Symbol und stell dich der letzten Prüfung. Ja. Genau das werden wir jetzt tun und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Was zum Teufel, Mann? Wo sind wir jetzt? Okay. Nee. Ich weiß es nicht mehr, also... Dies ist die Welt der letzten Prüfung, die Seiren der Göttin.
Du hast wieder ein Seelengefäß erhalten. Wenn dein Heldenmut unter Beweis stellst, dann wird dir die Tür zum Triforce vor deinen Augen erscheinen. Du musst diese Prüfung nur bestehen. Ne, keine Fragen mehr. Lass mal loslegen. Also, ich kann mich an dieses Dingen echt null erinnern. Was zur Hölle? Ist auf dem Turm eins? Also, ist auf dem Turm noch eine Träne? Und was mir jetzt erst so auffällt, oder das erste Mal ins Gesicht springt. Ja, tatsächlich. Da oben ist noch eine Träne. Diese komische Flüssigkeit, die es hier gibt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Oder nicht mehr, wie die heißt. Aber die, bei der man von den Seiren direkt gesichtet wird oder verfolgt wird. Die ist ja... Ach, da ist sie. Die ist ja so rot und blau. Und hier, wenn man... Oh, was? Lol, den habe ich gar nicht gesehen. Und ich wäre auch fast in den Rhein gesprungen. Wenn ich hochgeklettert wäre und den ich mitbekommen hätte. Ich glaube, das wäre sehr schnell gefährlich geworden. Naja, was auch immer. So, zu der Flüssigkeit. Die ist ja blau und rot. Und hier, in diesem unentdeckten Zustand, ist die Gegend blau. Und wenn man entdeckt wird, dann ist alles rot. Das fällt mir jetzt zum ersten Mal wirklich auf. Kann der... Dankeschön. Oh, hier ist noch ein Finsterhalbmond. Klar, ich nehme jetzt natürlich die ganzen Dinger mit, die ich finden kann. Auch wenn ich genügend Finsterhalbmonde haben sollte. Für alles Weitere. Was ist hier jetzt los? Oh Gott, muss ich? Moment mal, wie komme ich denn da hoch? Nein! Oh mein Gott, was knapp. Ach Moment, ich muss hier außen dann hochklettern. Okay. Ja gut, kein Akt an dieses Ding hier zu kommen. Absolut kein Akt. Und da renne ich am besten nicht rein. Sehr gut. Das lasse ich mal über. Ja. Und dann müssen wir hier hoch. Ist da oben vielleicht noch ein... Das kann... Ah, nee, Moment. Da kommt man ja nur mit einer Kiste hoch. Gut. Ja, er ist auch kein wirkliches Hindernis. Und ich würde gern eigentlich hier runter. Dann gehen wir auch kein Risiko ein. Okay, ich wollte es nochmal nachschauen. So. Gehen wir als nächstes lang. Also hier oben wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Moment mal, können wir... Können auf jeden Fall nicht da oben zur Statue. Aber hier ist noch eine Träne. Na gut. Da auf dem Balken ist noch eine Träne. Ist hier... Ne, also hier ist zumindest keine... Kein Finsterhalbmond mehr. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ja, lass mich mal kurz entdecken. Und dann sammle ich das Ding ein. So. Weil ich gerne hätte, dass der... sich verdünnisiert und dass wir dann einfach easy langlaufen können. Ich denke immer, da könnte ja ein Finsterhalbmond sein, ne? Weil den Trick haben sie halt schon mal gebracht und dann denkt man natürlich, ja,
kann ja mal sein, dass das mal wieder vorkommt, ne? Hier auch hinter einem Baum. Aber die sind so weit abseits des Seiren. Deswegen denke ich immer, gut, da könnte vielleicht was sein. Gut, hier ist aber nichts. Hier ist nichts mehr. Ach ja, Moment mal, was ist eigentlich da mit dem... mit dieser Statue, wo ich es gerade sehe. Das ist von Anfang an... fehlt dem da ein Auge. Ich frag mich, wann wir dieses Juwel bekommen. Ist das der Weg zum Triforce? Nee, oder? Weil das wäre ja dumm, wenn das mit so einer komischen Entenstatue verknüpft wäre. Naja, gut. Andererseits wüsste ich aber auch nicht, was da sonst gewesen sein sollte. Ich höre die ganze Zeit hier in der Nähe ein Klimpern von der Laterne von diesen komischen Geistern. Ich war hier doch schon. Warum habe ich denn diese Träne nicht aufgesammelt? Puh, na gut. Was soll's? Und warum ist hier ein Geist? Einfach nur, falls man hier vorbeilaufen will und das Ding da einsammeln will? Nee, komm. Da verzichte ich mal drauf. Lass mich einfach mal kurz entdecken. Nehmen dann das auf. Ist diese Flüssigkeit lila, wenn man entdeckt wurde? Das würde ich nochmal kurz, das würde ich gerne kurz nochmal überprüfen. Ja, tatsächlich, die ist pink, lila, orange, rot. Okay, interessant, da habe ich so noch nie drauf geachtet. Und da war tatsächlich... einen Seire direkt in der Nähe. Das hätte mir fast eins mitgegeben. Das wäre dann natürlich echt blöd gewesen. Da ich natürlich versuche, diese Aufgaben immer im First Try hinzubekommen. Okay, und da wäre dann auch die letzte Träne unter dem Baum. Okay, gut, das verschwindet. Ich dachte, da müsste man sich entdecken lassen. Und ich werde hier auf jeden Fall den Finsterhalbmond mitnehmen. Ist mir so egal. Das ist mir so unfassbar egal. Ich meine, hier ist ja sowieso direkt eine Träne. Also ist egal, ob wir entdeckt werden oder nicht. So, der geht dann da nochmal rum. Wenn wir das hier verschieben, dann macht das nichts, ne? Nö. Wie der jetzt nervig ist. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin ihm ziemlich gut aus dem Weg gegangen. Gut, dann gehen wir aber über die Brücke, würde ich sagen. Wir könnten da zwar auch drüber sprinten. Aber bevor das irgendwie schief geht, nehmen wir einfach hier einen safen Weg. Und schauen hier noch ein letztes Mal, ob es hier einen Finsterhalbmond gibt. Ja gut, da kann man nicht rauf. Dann beenden wir das Ding hier. Und damit ist die... höchstwahrscheinlich letzte Seirenquest abgeschlossen. Und tatsächlich, du hast das Insignie der Reife erhalten. Dieses gravierte Artefakt soll dem Helden das Versteck des Triforce enthüllen. Okay, also hat diese Statue tatsächlich etwas mit dem Triforce zu tun.
Hervorragend. Du hast alle Prüfungen bestanden. Es gibt noch ein weiteres Insigne der Reife, außer dem, das du besitzt. Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du beide trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. Ja, und ich weiß auch schon, wo das Dingen ist. So, Moment mal. Bevor ich das jetzt mache, ich kann mich zwar noch gut daran erinnern, dass wir da jetzt nicht instant hintepet werden zum letzten Fight, was auch immer dann auch kommt. Aber ich möchte trotzdem vorher speichern. Da ich natürlich alle Herzteile, Herzcontainer, was auch immer sammeln möchte. Ich möchte natürlich alles hier sammeln. So 100% abschließen. Und zu 100% abschließen. Da habe ich ein kleines Und vergessen. Das hat mir gerade kurz die Sprache verschlagen. Naja, was auch immer. Wir haben auf jeden Fall beide Insignien zusammengeführt und diese Statue erinnert mich einfach sowas von an Anton. Oder Psyduck, wie er im Englischen heißt. Was? Na gut. Link? Was hast du getan? Okay. Daran kann ich mich auch absolut nicht mehr erinnern. Was zum Teufel? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer so schnell du kannst. Okay. Dann holen wir uns das Ding mal ab, ne? Dann holen wir uns das Ding mal ab. Könnten wir theoretisch auch von oben runterspringen und dann uns hier einfach hinmaulen? Das wär auch übelst witzig. Wenn da einfach runter skydiven könnte. Ja, dann los, Link, ne? Ach komm, was soll das? Mann! Der Turm des Himmels. Ist das ein Dungeon? Was? Haben die das geändert oder was ist hier los? Ich kann mich hier an null erinnern. Gut, dann schauen wir erstmal in die Schatztruhe rein. Und finden instant die Dungeon-Karte. Ah,
Es öffnet sich instant. Gebieter, ich hab dir was zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich die drei Quellen heiliger Energie. Die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einer Dreieck markiert. Okay. Lass mal schauen, wo sind die Dinger? Ach komm, wir haben irgendwo ein... Ach so, das ist wahrscheinlich... Ah ja, okay. Liegen wahrscheinlich nicht alle direkt nebeneinander. So. Da in den drei Räumen. Gut, ich kann nur das greifen. Ach so, das ist so ein Schieberätsel. Ja. Es befindet sich hier eine Tür. So, ja, gut, dann muss es das sein. Und die beiden sind auf jeden Fall auch schon richtig. Nur wo ist das? Ach so. Ich kann die Karte so verändern. Ich dachte, das wäre ein Rätsel. Ah, okay. Ja gut, dann möchte ich mir aber auf jeden Fall die Truhe gönnen. Was allerdings etwas schwieriger ist, weil... Kriegen das Ding doch gar nicht aus der Ecke raus. Das ist fest verbaut hier, der Raum. Da bin ich zu blöd dafür. Das geht doch gar nicht. Ja gut. Ich glaube, dann schieben wir dieses Dingen mal so hier hin. Ich würde halt eigentlich gern so einen Rundweg bauen, ne? Vita, ich habe dir etwas zu berichten. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Oder können wir das Teil, wo wir gerade drin sind, nicht verschieben? Also, wir können immer nur die Räume verschieben, in denen wir nicht drin sind. Schätze ich mal. Ich schlage vor, dir durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Okay, das hat sich auf jeden Fall geöffnet, das Dingen. Und dann schauen wir mal. Die Viecher sind kein Problem mehr. Können wir alle one-shotten. Ausnahmslos. Und die Peitsche kriegt nochmal einen Auftritt. Oh. Gut. Machen wir das so. Okay.
Ja, komm, Batterieleistung lässt nach. Da will ich jetzt nichts von hören. Okay. Mit dem Käfer geht's aber. Voll lächerlich, dass es mit dem Bogen nicht funktioniert, aber... Na gut. Ah. Nee, ey. Oh! Die können wir auch one-shotten mittlerweile. Nice. Da drüben das Vieh. Können wir mit dem Bogen abböllern? Ups, Missklick. Aber egal. Der ist down. Dann können wir hier so rüber. Uns hier den Weg ermöglichen. Sind, ach so, das sind diese komischen Robben. Aus dem Vulkan Eldin. Moment mal, wie kommt man hier weiter? Oh, da drüben, drüben. Okay, 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 okay. Sehr nice. Deswegen sind da auch die Bomben. Ja, okay. Hm, ja, wunderbar. Okay, eine Bombe habe ich. Dann bist du down. Wie der kreischt, ey, wie so ein Affe. Wow. Ach, sind alle drei gestorben, als ich in die Mitte geflogen bin? Ja, okay, okay, okay. Wunderbar. Gut, hier brauchen wir wieder den magischen Krug. Und können dann hier so rüber. Ja, war zwar knapp, aber... geht. Okay, so geht's auch. Nun gut, hier befindet sich noch mal eine Statue zum Speichern. Und so eine Wand oder was? Ja, Tatsache. Eine Wand. Ja, nee, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ja, ich kann den Shortcut öffnen. Alles klar. Gut, dann speichern will ich jetzt auch nicht. Ich gehe mal weiter. Anscheinend sind wir in einem Bossraum oder sowas. Ja, okay. Hier befindet sich aber auch das Triforce, also, oder ein Teil des Triforce. Also ist klar, dass hier was Besonderes vor sich geht. Bitte Siegebieter. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Ferore. Was? Ist auch immer. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen. Ja. Das schlage ich auch vor. Nur, können wir nicht durch die Tür gehen. Moment mal, die mit dem X markierten. Haben die alle einen, so eine Kontrollwand? Ja, ne? Schon. Doch, 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 doch. Muss ja. Weil da, wo das X hier in dem Raum war, ist halt dieses Kontrollpanel.
Also wird sich dann hier, ja genau, können wir dann hier ans nächste Control Panel kommen. Wenn wir dann überhaupt einfach durch den Raum latschen können. Sagt ja auch niemand, dass das einfach so geht. Gut, dann schauen wir mal. Ist im Bossraum? Zwischenboss? Nicht? Ah, ja, okay. So. So einfach kann's gehen. Und dann kommen wir durch. Nice. Und diese kleinen Drecksviecher mache ich im Schlaf weg. Au. Und da ist er down. Droppt nur 20 Rubine. Okay. Aber Rubine sind jetzt auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ich gehe davon aus, dass wir da jetzt runter droppen können, damit wir nicht. Ah, okay. Hier können wir aber runterlaufen anscheinend. Link. Kannst du da bitte durchgehen oder können wir uns da irgendwie durchziehen oder was auch immer? Link will da nicht durch. Drecksack. Ach lol, hier ist ein... Ja, okay. So, dann legen wir... Ah, nee. Ach, nee. Das ist, um das, um die Kugel nach oben zu transportieren. Okay. Nun gut. Ich finde es übrigens cool, dass dieser Dungeon so eine Art Best-of aus allen Dungeons ist. Das ist ziemlich cool. Ist eine gute Idee. Ah, das ist, um das Ding hier rüber zu holen, ne? Ja. Okay, so geht's nicht. Ich glaube, wir legen das Ding mal dahin. Und drehen dann hier an dem Teil. So, stellen uns hier auf die Druckplatte. Ja, komm. Ich brauche jetzt keine Sequenz dafür. Ich brauche immer noch keine Sequenz dafür, aber danke. Und da oben können wir das Ding dann abschießen, wodurch sich wahrscheinlich hier das links öffnet, oder? Ja. Und dann drehen wir weiter. Und kommen hier rüber. Mit der Kugel. Gut, das können wir noch öffnen. Das ist kein Thema. Und wir können sogar jetzt... Ah, nee. Ach, ja, das ist ja nur der Shortcut. Okay, okay, okay. Never mind, sorry. Bin dumm. Hier, das Dingen. Was ist das? Was ist das für ein Teil? Ich glaube, das werden wir erst herausfinden, wenn wir die Kugel da reinwerfen. Ach so! Ah! Damit können wir das hin und her fahren lassen. Mann, mach doch jetzt... So, danke schön.
Das Ding kloppen wir natürlich kaputt, ist klar. Wenn wir die Chance dazu haben, das kaputt zu kloppen, dann machen wir das auch. Ja, komm, ein bisschen schneller geht's schon, ne? So. Und da haben wir beide kaputt gemacht, aber es bringt nicht wirklich was. Ja, okay. Nein. Ich hätte gerne... Ja. Okay. Komm. Kehren wir die Richtung erstmal um und werfen es dann rein. Wie ist damit? So. So und... So. Jetzt noch da drüben. Mann, wie das hier runterdriftet, ne? So, da haben wir's. Und jetzt ist auch dieses Control Panel offen. Shortcuts sind alle auf, okay. Hier drüben kommen wir dann nicht mehr durch. Wie ist das hier? Ja, okay. Wir sind dann hier oben. Nun gut. Was wir hier mit dem Control Panel erreichen können, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.